Ja, Leute, ich darf euch wieder recht herzlich begrüßen zu einem weiteren Part von Secret of Evermore. Ja, wir sind ja quasi hier gestartet und ich hatte vorhin überlegt, was wir jetzt gleich machen. Hab einen Raptor gerade attackiert und der hat mir 24 Schaden gemacht. Nur, falls ihr euch fragt, wie es mit meiner Lebensanzeige so weit gekommen ist. Ja, und wir sollen halt eben Richtung Westen gehen. Ich habe auch gesehen, der Speer ist auf 2,11 gewesen vorhin. Jetzt schauen wir mal kurz. Jetzt ist er auf 2,12. Ihr merkt schon, das dauert ein kleines bisschen länger, bis wir jetzt hochleveln. Das ist aber auch normal für RPGs seiner Zeit. Und ja, ich habe mal gedacht, warum probieren wir nicht einfach mal den Krafthauch? Wir haben ja schließlich jetzt auch so viele Zutaten gekauft, damit wir die Alchemie auch benutzen können. Und ihr seht auch, es macht einfach viel mehr Bock, wenn man mit der Alchemie letztendlich arbeitet und nicht nur mit den Waffen. Ich finde, es ist halt wirklich so ein Wechselspiel. Man ist immer gut aufgehoben, wenn man beides levelt und nicht nur eben wie gesagt auf die Waffen setzt. Es sieht auch schön aus, wie man sieht. Ja, und das ist auch ein großer Teil dieses Spiels. Du bist ja in einer Fantasiewelt und in einer Fantasiewelt kannst du halt logischerweise auch zaubern. Ne? Also ja, das ist halt so ein bisschen Einstellungssache, aber ich finde, das gehört absolut zur Vibe des Spiels dazu, dass man hier diese coole Alchemie verwendet. Ja? Was ich auch hier im Vergleich zu Secret of Mana sehr geil finde, ist, dass die Alchemie wirklich ja, irgendwie verständlich ist. Ich meine, du hast Telekinese, um Dinge zu teleportieren, was wir noch sehen werden, du hast den Krafthauch, um dich zu heilen, den Hitzeblitz, um anzugreifen. Also es macht alles Sinn, das ist alles in sich irgendwie schlüssig und das gefällt mir total. Ja? So. Ja, der Sumpf, kann ich jetzt schon mal sagen, gehört jetzt nicht zu meinen absoluten Lieblingsgebieten. Ich meine, es gibt Gebiete, die gefallen mir noch weniger. Aber der Boss ist wiederum ziemlich cool. Und was nach dem Boss passiert, ist auch wiederum ziemlich cool. Also, ja, der Sumpf ist nicht nur einfach spielrelevant, sondern der ist wirklich cool. Ja, und jetzt attackiere ich nochmal hier diese Pflanze. Und dann gehen wir mal hier rein. Ich meine, hier wäre auch noch was gewesen. Wenn ich jetzt hier mal mit dieser Dame spreche, die Wesen in dieser Gegend sind sehr aggressiv, du solltest dich gut vorbereiten. Wie kann ich dir helfen? Achso, die will mir wieder was verkaufen. Ja, komm, einmal Nektar können wir auf jeden Fall gebrauchen. Der Nektar ist ziemlich teuer noch, muss man ganz klar dazu sagen. Also, man muss ja schon so ein bisschen gucken, wie man mit dem Geld umgeht. Aber wie gesagt, wenn ich natürlich Gegner oder so attackiere und töte, dann bekomme ich ja Geld dafür. Also von daher alles schick. So. Wäre natürlich gut, wenn wir beim Boss wären und wir hätten den Speer auf Level 3, das wäre natürlich Opti. Aber ich versuche das jetzt nicht krankhaft hinzubekommen, weil wir sonst nur am Level sind. Ja, und das wäre dann auch nicht cool. Ich will euch ja so zeigen, wie man das Spiel möglichst natürlich und möglichst ja, ohne große Anstrengung zocken kann. Ich werde jetzt hier die Gegner, die da sind, so wie dieser blöde Frosch, die werde ich natürlich alle mit dem Speer killen. Wir müssen teilweise auch ein paar Gegner töten. Das werdet ihr später noch sehen. Auch interessant ist, wenn man jetzt hier nach oben geht, das will ich euch nicht vorenthalten. Das ist zwar im Moment überhaupt noch nicht relevant, wird es aber werden. Wenn ich dann hier nach oben gehe, dann bin ich wieder bei so einer komischen Feuerstelle, so einem Campingplatz sozusagen. Ja? Und wir wissen überhaupt noch gar nicht, wofür das ist. Ja, wird sich aber später zeigen. Das wird noch alles seine Bedeutung bekommen. Ich werde jetzt hier gefressen und Hundi holt mich raus. Sonst haut er mich. So, dann machen wir auch nochmal den Krafthauch auf uns beide, dass wir den auch leveln. Weil, wie gesagt, der wird ziemlich wichtig werden, der Krafthauch. Wir werden nicht permanent immer nur Geld für Heil-Items haben. Am Anfang geht das noch. Einfach deswegen, weil wir hier auch noch nicht so viele brauchen und wir genügend Gegner zum Leveln haben. Später muss man sich schon so ein bisschen anschauen, wo finde ich da wirklich genug Gegner, die ich relativ leicht zum Leveln benutzen kann. Wird später noch interessant werden. Hier müsste, glaube ich, auch irgendwo so eine Box sein. Hundi, raus da. So. Hast du hier was gefunden? Okay. Ja, wir gehen jetzt weiter und diese, wie soll ich sagen, Frösche sind mega lästig. Man muss hier natürlich auf die Seerosenblätter treten, um dann hier so einen Weg über den Sumpf zu bekommen. Aber manchmal muss man auch ein bisschen mehr leisten.
nämlich zum Beispiel so ein Frosch töten. Das wird dir dann aber auch gezeigt. Ja, wenn du irgendwo nicht mehr weiter weißt, einfach mal auf den Frosch draufhauen, den kaputt machen und dann geht's schon. So, hier haben wir jetzt wieder unseren Weg. Okay. Ich gehe auch extra mal ein bisschen weiter. Merkt schon, ist ein richtig langer Weg. Ja. So. Und der muss hier auf jeden Fall gekillt werden. Und den machen wir auch. Ja, oder Hundi, du machst es vorsichtshalber weg. Und dann gehen wir nochmal hier auf die Spinne. Oh, wo ist die denn? Die ist einfach aus dem Screen raus. Drei Hundekuchen. Boah, super wichtig. Super wichtig. Und hier kommen wir, glaube ich, nur weiter, wenn wir jetzt den Frosch hier töten. Ich glaube, dann erscheint ein Seerosenblatt. Ja, genau. Und wieder zurück. Ja. Und noch einmal. Und geschafft. Boah. Und der macht ganz schön viel Schaden mit seiner Sprungattacke. Man sieht natürlich auch, dass der richtig aggro ist mit seinen roten Augen. Also das ist kein niedlicher kleiner Gartenfrosch, sondern das ist ein richtiges Monster. So, hier jetzt über diese Bambus, ja, Leiter, Brücke, wie auch immer. Ja, und ihr merkt, es ist wieder so ein Labyrinth. Dieser Dungeon ist wieder so ein Labyrinth. Das ist ein großer, wie soll ich sagen, Kritikpunkt bei vielen. Ich muss sagen, es ist so ein halber Kritikpunkt. Irgendwie gehört es zu der Vibe, zu der Atmosphäre vom Spiel dazu. Daher stört es mich gar nicht so sehr. Aber ich kann verstehen, dass es irgendwann, ja, wie soll ich sagen, langweilig wird. Also es geht. Es ist immer so eine Sache, wie man das macht, aber ich kann den Kritikpunkt bei einigen nachvollziehen. Ich persönlich habe es als Kind nicht als so schlimm empfunden. Ja, muss ich ganz klar sagen, ich habe nur einige Labyrinthe als ekliger gefunden als die anderen, aber die Sache an sich, dass das alles so Labyrinthe sind, hat mich nicht so wirklich gestört. Gerade hier auf der Sumpf, der ist ziemlich atmosphärisch, muss ich sagen. Viel atmosphärischer noch als die Käfersteppe, obwohl ich die auch abfeiere. Aber ihr wisst ja mittlerweile, denke ich, ich feiere fast alles von meinem Spiel ab. Nicht umsonst, es ist eine meiner Lieblingsspiele. Ja. Und man muss sich bei so Spielen wie Secret of Evermore auch echt Zeit nehmen. Also man darf hier nicht irgendwie versuchen, das Ganze zu überhastet anzugehen. Das wäre auf jeden Fall kontraproduktiv. Ne, das ist ein RPG, das ist kein Jump'n'Run, wo du schnell mal durchhüpfst und so, ne, sondern du musst dich jetzt Zeit nehmen. Man zockt hier auch RPGs meistens, weil man komplexere Spiele spielen möchte. Ja? Spiele, die halt ein bisschen länger dauern, wo man ein bisschen mehr überlegen muss, die tiefer in die Story haben. Gut, da sagen einige, die Story von Evermore ist nicht wirklich tief vom philosophischen Gesichtspunkt her gesehen. Ich meine, es ist einfach nur ein Junge und ein Hund, die zurück nach Hause wollen, so gesehen. Aber ja, trotzdem ist die Story an sich natürlich schon ein bisschen detaillierter und komplexer. Ne? Darf man auch nicht so einfach mal übersehen. So. Haben wir hier noch irgendwie wo was? Boah, ich weiß nämlich jetzt bin ich zum Beispiel an so einem Punkt, wo ich gar nicht genau weiß, wo ich hin muss. Sag ich ganz ehrlich. Wo bin ich? Wo war ich? Wo gehe ich hin? Hier vertue ich mich immer. Ich glaube, hier müssen wir aber den Frosch töten. Genau. Genau, das geht gar nicht anders. Ja. So, und dann sind wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Wie gesagt, es ist auch kein 100% Run, Leute. Ja, wenn ich irgendwo eine Truhe übersehen sollte, dann ist das nun mal so. Und ich will, wie gesagt, für euch das Spiel auch nicht zu sehr in die Länge ziehen. Aber ich will auch nicht zu viel rausschneiden, weil dann geht im Prinzip das gesamte. Ja. Das gesamte Vergnügen von sollte ja wissen, wie das Spiel ist. Also ich würde auf jeden Fall, wie gesagt, mir das anschauen. Ich schneide ja schon Grinding und solche Sachen meistens raus für euch. Aber alles kann ich da auch nicht rausschneiden. Da hätte ich auch keine Lust zu, weil das gehört zum Spiel dazu. Ja? Eine Zauberperle, sehr gut. Gut, dass wir die gefunden haben. Die können wir nämlich auch gebrauchen. Der Boss, den wir jetzt gleich antreffen werden, beziehungsweise im nächsten Part, der hat deutlich mehr KP als Vulgor. Ja. Und ja, gut, dass wir auch gelevelt sind.
Aber gerade am Anfang dieses Spiels kann man eigentlich gar nicht genug leveln. Nur wie gesagt, wir haben auch die Alchemie zur Hilfe und da kann man dann auch einiges wegmachen, wenn man nicht so auf 100% ist. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr den Sumpf findet, wie ihr den so atmosphärisch findet, von den Sounds, vom Aussehen her, von den Gegnern und hast du nicht gesehen. Das würde mich mal wirklich interessieren. Ja, nur die Telekinese können wir nicht benutzen, weil uns da der Pfeffer fehlt. Ja, boah, jetzt wurde ich auch noch vergiftet. Gut, dann werde ich einmal die Heilaura für uns beide verwenden, einfach mal so. So, und dann werde ich natürlich nochmal den Krafthauch für uns beide verwenden. Ja, man wird hier schon teilweise geownt am Anfang des Spiels. So. Wo bin ich denn jetzt eigentlich hergegangen? Warte mal, wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich wieder hier hin oder wo muss ich eigentlich hin? Das kann ja nicht stimmen. Das muss ja falsch sein. Ich muss ja irgendwie weiter nach oben. Mist, jetzt bin ich doch irgendwie ein bisschen auf der verlorenen Spur. Hier waren wir vorhin, ne? Genau. Hier waren wir, da haben wir noch die eine Truhe geholt. Na. Noch einmal auf uns beide. Ja, das ist halt das Blöde, dieser Frosch, der ist mega schnell und wendig. Der ist ganz, ganz schnell dabei. Immer drüber zu geben. Genau. Den hätte ich jetzt auch Platz gemacht, damit wir hier zur Truhe kommen. Ja, vielleicht nehme ich doch jede Truhe mit, wenn wir gerade machen. Oh, 3 Tropfen Nektar. Ganz, ganz toll. Da ist, kann man froh sein. Gut, dann nehme ich auch mal einen Nektar jetzt, damit das Piepse aufhört. Mein Gott. Also der ist aber auch wirklich ein bisschen overpowered, der Frosch. Muss man mal ganz klar sagen. Also ich bin hier falsch gewesen, ja? Ich bin ja also offensichtlich falsch gewesen. So, dann gehe ich halt zurück. So, jetzt gehe ich zurück über diese Brücke. Gehe hier hin. Aber ich muss nach oben, das weiß ich. So, jetzt ist die Frage, wie muss ich nach oben? Muss ich hier entlang? Wo muss ich eigentlich entlang? Dass ich weiterkomme. Aha, schon mal in Ordnung. Gut. Hier war ich nicht. Und ich glaube, hier oben ist es soweit, ne? Ja. Leute, hier beende ich den Part. Es kommt jetzt gleich der Boss. Und ich würde mal sagen, bis dann.